Bist du bereit für heute? Weißt du, was heute ansteht? Cold Buddy, glaube ich. Nicht? Ach, Beine, sorry, gestern war Cold Buddy. Genau, genau. Ganzkörper machen wir morgen wieder. Heute ist Beine, heute Nachmittag. Ja? Ich wollte ein bisschen Gas. Also, wie immer eigentlich. Noch ein bisschen zu loben hier. Ja, dann können wir anfangen. Wir machen eben ein bisschen Erwärmung. Ja. Von den Beinen her. Perfekt. Was du brauchst für heute sind auf der einen Seite die Kettlebells, beide. Also sowohl die 12er als auch die 16er. Dann brauchst du das Miniband und deinen Schreibtischstuhl. Ja, heute fangen wir an mit diesen Hamstring Curls für den hinteren Oberschenkel. Und das war's auch schon, mehr brauchst du nicht. Okay? Ja. Dann kurz vom Ablauf her. Wir werden ein Emo 9 Minuten machen zur Wärmung. Einfach nur ohne Gewichte, nur ein bisschen durchbewegen. Das ist auf der einen Seite Kniebeuge, Ausfallschritt in verschiedene Richtungen und Hip Thrust marschieren, ähnlich wie von der Prevention. Okay? Das machen wir zum Warmwerden, dann machen wir einen Hauptteil, dann haben wir 3 Blöcke. Immer mit 3 Übungen, wo eine Übung für die Beine ist, eher für vorne, eine Übung für stabilisierende Muskeln und eine Übung für Rumpf, ja, weil wir ein bisschen Rumpf mit reinbauen wollten. Okay, davon 3 Blöcke. Wenn wir damit durch sind, machen wir am Ende noch einen kleinen Finisher, eben um 12 Minuten, wo du ein bisschen hochintensiv arbeiten musst. Ja, also gesprungene Kniebeuge, High Knees, was wir auch schon hatten, Jumping Jacks, also wer ist die auf Deutsch? Hampelmann. Hampelmann, sowas. Okay? Das ist der Ablauf. Gut, dann zum ersten Emo. Machen wir eine Uhrzeit an. Moment. In 10 Sekunden. Erste Übung, Kniebeuge. Ganz normal, langsam kontrolliert, nur zum Warmwerden. Ja, nichts Besonderes. Bei Unform, ob wir jetzt tief gehen. Arm nach vorne. Wie gesagt, lass dir ruhig ein bisschen mehr Zeit. Warmwerden. Mach den Rücken gerade. Genau, muss nicht ganz so tief gehen, aber den Rücken dafür gerade lassen. Genau. Sehr gut. Eine Minute lang, ne? Also spar dir die Körner ein bisschen. Danach direkt weiter? Ja, yep, aber eine andere Übung, sage ich dir dann an rechtzeitig. Noch 20 Sekunden. Okay, und Pause. Jetzt nächste Übung, Ausfallschritt. Ein Bein nach vorne, dann geht das Bein nach hinten und dann geht das Bein zur Seite. Dann andere Seite. Okay, einmal nach vorne, kannst du loslegen. Nach hinten. Und Seite. Genau, Hüfte runter. Andere Seite. Nach vorne. Nach hinten. Und Seite raus. Ja, sehr gut. Geht erstmal um die Beweglichkeit. Ne? Tief versuchen reinzuschieben immer. Okay. Dann hüpft das Marching. Halt, Hüfte hoch. Einmal hoch. Dann immer wechseln. Genau, lass die Hüfte maximal oben die ganze Zeit. Sehr gut. Guck mal, heute lobe ich dich auf dem Meer, deswegen. Danke, danke. 20 Sekunden. Die Füße ruhig ein bisschen breiter. Ja, genau. Jetzt wird es ein bisschen schwerer müssen werden, oder? Ja. Gut. Okay, kannst wieder aufstehen. Dann atme ein bisschen durch, trink ein bisschen was. Der erste Block ist auch wie ein Emom, ein kleines, 9 Minuten. Das sind 3 Übungen, dreimal durch. Ja?
Erste Übung. Nimmst du dir die Kettlebell? Wo ist die Box? Die 16er. Okay. Voll hochhalten. Auf den Einbeinen. Okay, jetzt bekommst du hier runter. Und nächste Wiederholung. Also auf dem Stuhl dann einfach, ne? Ja, genau. Genau. Du machst am besten auf dem Stuhl. Aber ruhig mit der 16er Kettlebell. Also soll ruhig schwer sein und 10 Stück hintereinander weg. Okay. Ja? Aber da dürfte der Oberschenkel schon mal ordentlich brennen eigentlich, wenn du es richtig machst. Versuch ohne Schwung zu arbeiten, aber hintereinander weg. Nicht ganz langsam, nicht ganz konzentriert, sondern ein bisschen zügiger. Okay, dann zweite Übung sind die Curls. Wir in deinem Fall dann den Stuhl. Füße raus. Beine fest und Hände auf den Boden. Hoch mit der Hüfte und ranziehen. Okay? Ja. Wichtig, Hüfte wirklich durch, du nicht die Hüfte hier so hängen lassen, sondern durchschieben. Und letzte Übung dann was für den Bauch. Legst du auch am Boden. Einmal gestreckt, diagonal Klappmesser. Hier, hochkommen. Okay? Ja. Okay, Wiederholungen. Erste Übung, einmal Kniebeuge 10 Stück pro Seite. Hamstring Curls mit dem Stuhl 10 Stück, Klappmesser 15 pro Seite. Okay? 3, 2, 1 und los. Versuch das Knie festzumachen. Sehr gut, sieht gut aus. Okay, Klappmesser. Ah, stimmt. Mein Fehler. Ja, ist richtig. Ich wollte dir eine schenken. Gut, so 20 Sekunden Pause. Komm, den Oberkörper ein bisschen höher wieder. Ja, gut so. Gut so. Pause. Zweiter Block, wieder drei Übungen. Erste Übung ist mit Kettlebell Swings. Und zwar die 16er. Aber ein Arm nur. Du nimmst die andere Hand in die Hüfte, fängst an mit einem halben Schwung und dann einen ganzen Schwung. Davon 10 Stück. Okay? Was hast du mit halb und ganz gesagt? Der erste Schwung ist mal ein halber Schwung. Ah,
Achso, okay. Um ein bisschen reinzukommen und ab danach dann wirklich richtig. Okay. Aber darauf achten, dass du die Hüfte richtig durchstreckst. Ja, Rücken gerade lassen und das ist eine Hüftübung, ne? Hat man schon mal gemacht. Hüfte geht nach hinten, Hüfte geht nach vorne. Ja. Schau doch mal her, keine Kniebeuge. Ja, das ist hier ein halber Sprung und dann Hüfte zurück, Hüfte vor. Okay? Ja. Keine Kniebeuge raus, mach nicht das. Ja. 10 mit der einen Seite, 10 mit der anderen Seite. Direkt hintereinander weg. Also 20 Schwünge insgesamt. Ja. Okay. Dann nimmst du jetzt Miniband. Nach hinten lehnen und dann 30 Mal. Die Außenseite, ne? Okay. Okay. Und dann letzte Übung in den Block. Wieder was für den Rumpf. Unterarm stützt, diagonal heben. Das heißt, sauber Unterarm festmachen. Und dann rechter Arm, linken Bein und andersrum. Okay, immer ein Wechsel. Okay. Okay, gut, wenn wir fertig machen. 16er Kettlebell und Minibandbrust. Erster Durchgang, 10 Sekunden. Ja, ja. Okay, auf geht's. Na, Hüfte schnell. Gut. Jawohl. 10 Stück, direkt Armwechsel, weiter geht's. Okay, dann das Miniband. Um die Knöchel oder um die Knie? Versuch mal um die Knöchel. Mach mal damit. Ja, das fällt besser. Okay, 8 Sekunden Zeit. Dann Position halten. Ne? Wie so ein kleines Schiffchen, wie so ein Hollow-Position. Haben wir auch schon oft gehabt. Okay, und hoch. Beine hoch, Oberkörper aber auch hoch. Oberkörper auch hoch. Ja, und Hände weg, Hände weg. Genau, genau, das halten. 30 Mal hintereinander weg. Perfekt. Es fühlt sich ein bisschen komisch an am Anfang, ne? Genau, versuch ein bisschen höher zu kommen mit dem Oberkörper, dann wird es leichter. Und dann Unterarm stützt, diagonal abheben, ne? 3 Sekunden, 2, 1, auf geht's. Letzte Übung in dem Block. Gut. Was sagen die Beine? Ja. Geht noch, ne? Geht schon rein, ja. Okay. Ein Block noch und dann der Finisher. Ausfallschritt rückwärts in den Sprung rein. Dann heißt das hier. Hier rein.
Alles klar? Okay. Also tschüss, sauber, ausverkühlt. Okay? 10 pro Seite, hintereinander weg. Aber natürlich sauber, mit Qualität, ist klar. Okay, dann nutzen wir einmal deine Couch heute. Probieren wir es mal für die Adduktoren, mal gucken, wie das ist bei dir. Einmal drauf auf die Couch. Oben seitwärts, andere Bein, andere Rücken ruhig, dann hoch runter. Okay? Warte mal, wo ist das Bein? Vorne oder hinten? Hinten. Okay. Bein steckt, ja, ein Bein rauf, andere Bein nach hinten anwinkeln. Okay. Warte mal, jetzt noch von hinten. Hier, alles nach hinten. Ja. Wenn dir das wehtun sollte, nimmst du das Bein weiter rauf. Dann machst du halt so. Okay? Okay. Also. Umso mehr Bein auf der Couch drauf ist, desto leichter wird es. Ist klar, oder? Ja. Okay, und dann letzte Übung. Nimmst du die 12er? Kette bei hoch. Über Kopf. Und von da aus andere Beine. Also rechter Arm, linke Bein ist oben. Und dann hoch. Okay, 10 Stück, hintereinander weg, beide Seiten. Okay, die drei Übungen. Gut, dann fangen wir an mit Ausfallschritt rückwärts zum Sprung. 20 Sekunden Zeit. Fünf Sekunden. 3, 2, 1, auf geht's. Arme mitnehmen. Genau, und hoch. Genau. Sauber landen. Bitte, freuen sich die Nachbarn. Machen wir nur noch einen. Und wechseln. Oh Mann. Ja. Das ist gut. Wer ist das? Jakob. Hallo. Hey, sehr gut, sehr gut. Okay, nächste Übung, Kopenhagen an der Couch. Mach 10 Wiederholungen, okay? 10 pro Seite, darf die Hüfte richtig durchschieben. Okay, auf geht's. Genau, Knie runter, yes, richtig, genau so. Perfekt. Aber die tut nicht weh, ne? Die tut nicht weh. Nee, nee. Gut. Ja, sehr gut. Okay. War auch wieder. Okay, auf geht's.
Das ist gut. Das hört sich so böse an. Ja, also geht auch in die Richtung. Da hast du recht. Ja, bis jetzt noch easy, oder? Easy nicht. Ja, richtige Antwort. Siehst du das? Kannst du das lesen oder ist es spiegelverkehrt? Spiegelverkehrt, ne? Warte. Nee, kann ich nicht. Ja. Squat Jumps. Genau, 20 Stück. High Knees. Das, was wir schon mal hatten, ne? Jumping Jacks. Ist Hampelmann. Okay. Dann machen wir zweimal. Wir machen es nur zweimal. Ich gönne dir einen Durchgang. Ja, zwei verschiedene. Ich zeig's dir gleich nochmal vor. Und dann nochmal Fast Feet, also schnelle Füße. Okay, immer alles auf 20. 4, 8, 12, 3 Runden. Zeig mal kurz einmal die Fast Feet. Okay? Ja. Gut? Das ist mein Ding, Fast Feet. Ja, das habe ich mir gedacht. Deswegen habe ich das nochmal reingepackt zum Ende, um dich nochmal aufzumuntern. 10 Sekunden. Irgendwas muss man ja können, ne? Ja, du. Ein bisschen was kannst du ja. Erster Durchgang, 3, 2, 1, Jump Squats. Gut, Pause. Kam eigentlich schon mal die Nachbarn hoch bei euch? Nee. Noch nicht, ne? Ah, okay. Dann spätestens heute. Ja. Aber ist ja auch gut, so ein bisschen Nachbarschaft, kennenlernen. 20 Sekunden noch, dann High Knees. Machen wir auch 2x20, ja? Okay, auf geht's. Okay. Hast du mitgezählt, Dynos? Nee. Beim nächsten Mal. Nee. Beim nächsten Mal machst du 20. Also 10 links, 10 rechts. Kurz Pause und nochmal 20. Achso. Aber ist nicht schlimm. Hast nichts falsch gemacht. Bisschen mehr geht immer, Dynos. Wenn es weniger wird, dann müssen wir reden. Aber mehr geht immer. Alles klar. 5, 4, 3, 2, 1, auf geht's. Kurz Pause, du hast noch 40 Sekunden Zeit. Kannst kurz durchatmen, kannst aber auch weitermachen. Sehr gut. Letzter Durchgang in 3, 2, 1 und komm. Ja, sehr gut. Yep, sehr gut. Genau sehr. Stark, Yunus. Hallo, Julian. Ich habe meine Einheit jetzt trainiert. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bleibt gesund. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Mach's gut. Danke dir. Ciao.